Wenn ihr in die Stadt geht und das Bedürfnis habt, neue Menschen kennenzulernen, etwas Neues zu sehen, wo geht ihr dann hin? Oder wenn ihr Lust habt, einfach nach eurem Feierabend den Feierabend zu genießen, ohne Geld dabei ausgeben zu müssen, geht ihr dann vielleicht hier hin? Okay, zugegeben, dieser Ort sieht nicht unbedingt nach Austausch und Vielfalt aus. Es ist ein Parkplatz. Ein Parkplatz unter einer Autobrücke. LKWs und Autos donnern einem hier über den Kopf. Es ist düster, riecht unangenehm, also der perfekte Ort für einen Parkplatz. Direkt nebenan hat gerade eine Shopping-Mall eröffnet. Das ist natürlich viel heller und freundlicher, aber vor allem hat sie auch eine riesige Tiefgarage. Direkt neben dem Parkplatz, also werden die Parkplätze eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Die Stadt ist Lebensraum. Für mich, für uns Stadtlücken und für viele von euch. Wir haben hier unsere Wohnungen, unsere Freunde, unsere Jobs. Wir verbringen die größte Zeit unseres Lebens hier. Aber es wird auch immer enger in der Stadt. Die Mieten steigen. Das Leben und Wohnen wird immer teurer. Man muss nehmen, was einem angeboten wird und meistens zu viel dafür bezahlen. So ein Parkplatz hier, der gar nicht als Parkplatz gebraucht wird, ist ein Restraum. Er ist nicht sonderlich schön, aber deswegen auch unauffällig und noch keiner Spekulation zum Opfer gefallen. Er ist eine Lücke mitten in der Stadt. Und genau hier könnt ihr hinkommen, wann immer ihr Lust habt. Zum Tischtennisspielen mit euren Freunden oder auf einen Espresso auf Spendenbasis, um einfach dort zu sein mit den anderen Leuten, die da einfach so sind. Manchmal könnt ihr auch zu einem Konzert kommen, euch einfach dazustellen, kostenlos zuhören, egal ob ihr euch das seit Wochen vorgenommen habt oder gerade zufällig auf dem Weg nach Hause hier vorbeigekommen seid. Wenn ihr selber Musik macht, könnt ihr auch selber hier mal auftreten. Ansonsten gibt es ab und zu gemeinsame Abendessen oder Chorproben, wo man sich ganz ungezwungen dazustellen kann und einfach ein bisschen mitsingen. Jede Woche ist irgendwas anderes. Aber warum? Was passiert hier? Und was ist mit diesen Parkplätzen geworden? Dafür müssen wir kurz ein paar Jahrzehnte zurückspringen. In den 90er Jahren gab es einen großen Trend zur Privatisierung. Gebäude und Freiräume, die im Besitz der Kommunen waren, wurden damals meistbietend verkauft. Seitdem liegt das Mitspracherecht für diese Räume bei diesen Käufern, diesen wenigen und ihren privaten Interessen. Aber wem gehört die Stadt eigentlich? Diesen wenigen oder nicht doch eigentlich uns allen? In den Händen der Städte geblieben sind die Infrastrukturen, Straßen und damit auch diese Fläche hier unter der Straße. Dieser Platz hier gehört also der Stadt, damit uns allen. Er ist mitten im Stadtzentrum und hat im Gegensatz zu den meisten anderen Freiräumen auch noch ein Dach. Aber trotzdem wurde dieser Raum von kaum jemandem wahrgenommen, bis da plötzlich und ungefragt ein Souvenirshop aufgetaucht ist. Ein Souvenirshop mit Souvenirs von einem Ort, den es so eigentlich gar nicht gab. Ein Shop, der fragt, wo dieser Platz eigentlich ist. Fragen hatten natürlich vor allem die Passanten, die vorbeigekommen sind. Was will man an so einem Ort überhaupt? Gute Frage. Und es ging uns gar nicht so sehr darum, Antworten zu geben, sondern vielmehr darum, Möglichkeiten aufzuzeigen. Bilder wie dieses hier haben Aufmerksamkeit erregt. Es sind Bilder, die die Zeitung abdrucken konnte. Bilder, die wir in einer Ausstellung tragen konnten, ins Rathaus und den Gemeinderat zeigen und fragen, ob das hier wirklich ein Parkplatz sein muss oder nicht vielmehr ein Ort für Menschen sein sollte. Und tatsächlich, der Gemeinderat, in dem sich normalerweise alle Parteien gegenseitig das Leben schwer machen, war sich plötzlich einig und hat unserem Projektvorschlag einstimmig zugestimmt. Die Autos kamen weg und dafür kamen wir Stadtlücken. Für 2 Jahre wurde die Fläche offiziell an unseren Verein verpachtet. Unser Anliegen war es hier, ganz viel neuen Raum für Möglichkeiten zu schaffen. Das bedeutet erstmal, ihn wieder zugänglich zu machen. Einen öffentlichen Raum für Begegnung und Austausch zu schaffen. Einen konsumfreien Ort mitten in der Stadt, der jedem immer zugänglich ist. Aber wir wollten in diesen 2 Jahren auch der Stadt vor Augen führen, was für Potenziale noch an so einem Ort versteckt sein können. Und dieses Wir, das sollten nicht nur wir Stadtlücken sein, sondern wir alle, die in dieser Stadt leben. Aus dem Parkplatz sollte ein Experimentierfeld werden. Ein Experimentierfeld, auf dem alle Vereine, Initiativen und engagierte Einzelne aktiv werden können und ihre Ideen für den öffentlichen Raum ausprobieren dürfen. Es sollte für alle Ideen einen Raum geben. Es sollte räumlich gestaltet werden können, wie hier, oder bis hin zum gemeinsamen Kochen geretteter Lebensmittel alles passieren können. So sollte eine Plattform entstehen, die Vielfalt zulässt und Anreize schafft, selbst aktiv zu werden.
um so gemeinsam herauszufinden, was diesen Ort und unsere Stadt langfristig lebenswerter macht. Das war unsere Vision. Aber wie kommt man jetzt eigentlich von so einem Parkplatz ganz konkret zu einem Experimentierfeld? So genau wussten wir das auch nicht, aber wir haben einfach mal angefangen und sauber gemacht. Noch bevor das letzte Auto vom Platz gerollt ist, haben wir einmal nass rausgewischt. Dafür braucht man natürlich Wasser. Wo kommt es her? Wir haben es bekommen von einem Nachbarn. Ein Nachbar, der uns einfach den Schlüssel anvertraut hat zu seinem Wasserhahn an seiner Außenfassade. Der saubere Platz braucht als nächstes eine Grafik, damit auch jeder sieht, dass aus dem Parkplatz etwas Neues entsteht, ein öffentlicher Raum wird. Und am besten hat man auch noch ganz viel Farbe, um mit der Grafik diesen düsteren Ort heller und freundlicher zu machen. Dieser neu gestaltete Ort muss dann auch digital werden. Er braucht eine Website und digitale Medienpräsenz, um die Idee von diesem Ort zu verbreiten und neue Ideen damit an den Ort zu holen. Ein öffentlicher Raum, da möchte man sich mal hinsetzen. Und um solche Möbel dafür zu bauen, braucht es Werkzeuge, zum Beispiel Akkuschrauber. Und um die aufzuladen, braucht es Strom. So banal wie das klingt, ein Stromkasten, der hinter einer der Säulen gekommen ist, neu für uns, ist so ein bisschen das Herz vom Platz geworden. Mit ihm konnten wir nämlich diese Möbel erst bauen, die man im öffentlichen Raum gerne haben mag. Aber vor allem auch die allermeisten Experimente überhaupt erst ermöglichen. Strom braucht man heute für fast alles. Für Internet oder für Mikrofone, damit man auch in der allerletzten Reihe noch hören kann, was hier vorne gesprochen wird. Oder für Internet, für Kaffeemaschinen, für Hüpfburgpumpen. Für alle möglichen Anlässe braucht man einfach Strom. Vor allem natürlich auch für Licht. Licht für besondere Anlässe. Und damit man sich abends noch ins Gesicht sehen kann. Und natürlich ganz besonders auch, damit, wenn das Kino vorbei ist und keine Veranstaltung mehr stattfindet, man auf dem Weg nach Hause nicht über die Bordsteinkante stolpert. Für all das braucht es natürlich doch auch Geld. Für unser Experimentierfeld kam es von der Stadt. Um genau zu sein, wurde unser konsumfreier Ort von der Wirtschaftsförderung gefördert. Mit 80.000 Euro für 2 Jahre Experimentierfeld. Natürlich war es auch immer nicht ganz einfach. Unbezahlt war natürlich die ehrenamtliche Arbeit aller Beteiligten an diesem Projekt. Und wie immer, wenn viele Menschen beteiligt sind, gibt es auch sehr viel auszuhandeln. Zum Beispiel mit den Nachbarn, vor allem über die Lautstärke. Oder was ist zum Beispiel mit den Obdachlosen und Substituierten, für die dieser Ort schon immer eine Art Wohnzimmer war, bevor wir Stadtlücken alle anderen eingeladen haben? Finden nicht auch Sie vielleicht einen neuen Platz an diesem Ort? Viel Klärungsbedarf gab es dann auch noch mit der Stadt. Öffentlicher Raum hat keine eindeutige Zuständigkeit innerhalb der Stadtverwaltung, sondern ganz viele. In unser Projekt involviert war die Wirtschaftsförderung, das Tiefbauamt, die Bezirksvertreter und viele mehr. Und auch hier in der Verwaltung weiß keiner so richtig, wie so ein Experimentierfeld funktionieren sollte. So etwas gab es ja vorher noch nie. Aber der politische Wille war da. Und deswegen wurde ein runder Tisch ins Leben gerufen. Ein runder Tisch, an dem das erste Mal alle Beteiligten zusammensaßen und auch Ideen entwickelt haben, wie verwaltungstechnisch und rechtlich so ein Experiment funktionieren könnte. Ein Beispiel. Normalerweise muss jede einzelne Veranstaltung im öffentlichen Raum vorher angemeldet und genehmigt werden. Monate im Voraus. Als Veranstaltung zählt schon, wenn wir einen Tisch rausstellen und Kaffee ausschenken. Das ist natürlich ein Problem. Die Lösung war am Ende eine ganz besondere Generalgenehmigung für diesen Ort, für diese 2 Jahre. Eine andere Frage ist natürlich die der Versicherung. Da will man eigentlich gar nicht erst anfangen. Jeder weiß schon, wie kompliziert die eigene Haftpflichtversicherung sein kann. Aber was ist, wenn man einen öffentlichen Raum versichern muss? Mit einer immer zugänglichen Kletterwand? Oder was für Auflagen hat ein ganz neues Stadtmöbel, in dem Lebensmittel gekocht und gelagert werden, in dem sogar geschlafen werden kann? Wer ist verantwortlich und haftet, wenn etwas passiert? Von der Hochzeit bis zum Herzstillstand haben wir alles an diesem Ort erlebt. Und für alles, das passiert, haben wir die Verantwortung und unsere Vereinsversicherung. Zu dieser Verantwortung kamen 15.000 Mails, E-Mails, Posts, analoge Briefe und Plakate. Über 2.000 Belege und Kassenbons einzeln abgeheftet. 12 runde Tische im Rathaus und unzählige Gespräche mit Anwohnern und Ideengebern, mit Ämtern und Initiatoren. Ein unglaublicher Verwaltungsaufwand, der aber all das erst möglich macht. Aber kann und muss das eigentlich wirklich alles vom Ehrenamt getragen werden? Bräuchte es nicht
vielleicht eigentlich eine neue Instanz, die sich genau gerade diesen rechtlichen und haftungstechnischen Fragen widmet, runde Tische organisiert und somit eine Schnittstelle wird zwischen dem bürgerlichen Engagement und der Stadtbürokratie? Braucht es nicht vielleicht ein neues Amt für öffentlichen Raum, gerade wenn man auch solche Orte noch verbreiten will? Das Experimentierfeld hat auf jeden Fall gezeigt, dass es ein enormes Bedürfnis gibt, in der Stadt aktiv zu werden. Hinter jeder dieser Ideen steckt jemand anderes, der sich dafür eingesetzt hat. Der Platz ist Ursprung und Anker geworden für unzählige Projekte und Initiativen. Und genau das soll er auch bleiben. So wie wir Stadtlücken gemeinsam mit der Stadtverwaltung, den Menschen vor Ort und all den Initiativen diesen Ort so möglich gemacht haben, braucht es alle dabei, um auch langfristig einen Ort für alle zu machen. Deswegen soll nun aus dieser Lücke ein kooperativer Stadtraum werden. Kooperativer Stadtraum, der von verschiedensten Vereinen, Initiativen, unter gemeinnützigen Aspekten verwaltet und organisiert wird und so auch allen anderen zugänglich gemacht wird. Die Stadtverwaltung hat sich aus ihrer Komfortzone gewagt und ist bereit, eine Weiterentwicklung des Ortes zu begleiten. In Kooperation mit neuen Initiativen, die hier etwas langfristig gestalten wollen. Wir Stadtlücken, wir treffen uns jeden Mittwoch. In den vergangenen 2 Jahren vor allem, um all die Anfragen und Herausforderungen rund um den Platz zu besprechen. Wir telefonieren so lange mit Versicherungssachbearbeitern, bis ein Vertrag unterschrieben ist, mit dem wir alle gut schlafen können. Wir beantworten Mails von verärgerten Nachbarn, wenn die Chorprobe wieder zu laut war. Und wir sind am Platz und putzen und erklären Passanten, wie sie sich einbringen können. Wir machen all das, um Experimente möglich zu machen, um Neues auszuprobieren und neue Ideen zu entwickeln, was wir in unserer Stadt langfristig haben wollen. Und natürlich machen wir es, weil es uns Spaß macht. Wir werden morgen wieder in unserer Lücke sein. Wir werden hier Popcorn ausgeben und das Sommerkino angucken und danach die Leinwand wieder abbauen, damit die Nächsten hier etwas entstehen lassen können. Diese Lücke ist schließlich nicht die einzige. Man findet sie überall, in jeder Stadt. Wir werden uns jetzt eine neue Lücke suchen, die uns Spaß macht. Und vielleicht kennt ihr ja auch eine, wo ihr Lust habt, neue Ideen zu entwickeln. Die Stadt gehört schließlich uns allen.